Moin, meine Schneckchen. Heute einmal ein ganz kurzer Beitrag und zwar zum Thema, wie kann ich im Gemüsegarten mit einfachen Mitteln meinen Boden so verbessern, dass ich wirklich eine reiche Ernte habe. Ich zeige euch verschiedene Möglichkeiten auf und erkläre euch auch das Für und Wider der jeweiligen Methode. Viel Spaß! Die erste Methode ist, mit Leinstroh zu mulchen. Wir hatten hier außer Efeu und Nadelbäumen eigentlich nichts stehen. Entsprechend verfestigt war der Boden. Und es ging erst einmal darum, die Bodenstruktur locker zu bekommen. Leinstroh sollte nur ganz dünn ausgebracht werden, denn es bildet eine Masse, die keinerlei Wasser durchlässt. Der Vorteil, nach einem Jahr, der Boden ist wirklich ganz feinkrümlig, dunkel, er stinkt nicht, auch sehr tiefgründig. Der Nachteil, Leinstroh, genau wie Stroh, hat extrem wenig Nährstoffe. Entsprechend sind hier kaum Regenwürmer im Boden. Für mich heißt das, die Bodenstruktur ist jetzt so, wie ich die haben möchte. Und im Herbst packe ich eine ganz, ganz dicke Schicht Pferdemist drauf und im nächsten Jahr habe ich dann Regenwürmer. Die zweite Möglichkeit, ich mulche mit Rasenschnitt. Wichtig hierbei, der Rasenschnitt muss gut angetrocknet sein, sonst habe ich ruckzuck hier eine dichte Rasenfläche. Nach einem Jahr, also es ist jetzt nicht ganz ein Jahr, es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da war dieses Beet auch mit Rasenschnitt gemulcht und man sieht, bis auf wenige Stellen wie dort, haben sich die Würmer den ganzen Rasen schon in die Erde geholt und umgearbeitet. Etwas Vorsicht würde ich walten lassen bei Rasenschnitt, wenn ich den erstens zu dicht, also zu dick auftrage oder auftrage, wenn es viel regnet, das wird ganz schnell eine ziemliche pumpige Masse. Die bessere Variante ist Mulchrollen. Die sehen so aus. Das ist langhalmiges Heu von der gemulchten Wiese vom Nachbarn. Man kann alternativ sehr gut Heuballen dafür verwenden. Die werden zu ganz festen Rollen gedreht und in Reihen dicht nebeneinander gelegt. Der Vorteil hier, sie kompostieren von unten. Das heißt, im kommenden Jahr habe ich wunderbaren humosen Boden und es kommen keine Beikräuter von unten hoch, dadurch, dass die Rolle so fest aufgedreht ist. Ein weiterer Vorteil, wenn es regnet, unter diesen Mulchrollen bleibt es extrem lange feucht. Auch wenn das Wetter sehr warm würde, ich brauche hier extrem wenig Gießen. Die dritte Möglichkeit ist es, mit Pferdemist zu mulchen. Dazu bringe ich im Herbst eine wirklich dicke Schicht Mist im Beet auf. Dick heißt Minimum 10 cm, gerne auch mehr. Bis zum kommenden Frühjahr ist ein Großteil zu sehr guter Komposterde verrottet und ein weiterer Vorteil, dass ich das im Herbst mache, es gibt zahlreiche Gemüsesorten, die mögen keinen frischen Mist. Wenn ich jetzt mal hier ein bisschen wühle, merkt man, es ist sehr, sehr feucht und ich habe hier zahlreiche Regenwürmer.
Der Boden stinkt nicht, obwohl, ja, ich glaube, dieses Jahr habe ich ein einziges Mal gegossen, als es sehr lange heiß war. Man sieht ja, wann die Böden trocken werden. Und es braucht auch nicht viel Wasser auf der Fläche. Der saugt sich also wirklich so schön voll, dass man dann in der nächsten Zeit einfach Ruhe hat.